So, hallo. Wir werden uns das noch angucken, wenn ich Karl einfach mag. Nö. Nazis, nein, nein. Los. Wenn die militante Veganerin kennen. Und viele von euch kennen seit letzter Woche auch das Video Militante Veganerin Exposed. Die wenigsten von euch kennen aber den Discord-Server Vegan Dreamland, auf dem die militante Veganerin und ganz viele andere Aktivistinnen so unterwegs sind und warum man sich den vielleicht mal ein bisschen genauer anschauen sollte. Denn bedauerlicherweise werde ich jetzt in diesem Video zeigen, wie ein rechter, libertär denkender Reaction-Content. Der Typ sich den größten deutschen Vegan-Speaking-Server aufgebaut hat und wie unter dem Deckmantel von Tierschutz, Meinungsfreiheit und politischer Neutralität rechtes Gedankengut verbreitet und sich ein Affiliate-Krypto-Netzwerk aufgebaut hat. Absolut crazy. Aber naja, jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Tierschutz, ich liebe Antifaschismus. Das ist für mich ein One-Two-Punch. Wenn ich sowas mache, dann mache ich das richtig. Mit Quellen. Ich belege und beweise alles, was ich hier sage. Alles unten verlinkt und noch sehr viel mehr. Let's go! Ziemlich berechtigt, denken sich jetzt die meisten von euch, Moment mal, ein Discord-Server für VeganerInnen, von VeganerInnen, die sich da untereinander mit ihrer veganen Propaganda beladen, das ist ziemlich boring, warum sollte ich nur mit VeganerInnen sprechen, da suche ich gar nicht nach. Aber so einfach ist es nicht. Discord-Server wie Vegan Dreamland haben auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, denn da tauschen sich AktivistInnen über ihren Tierschutz aus. Wie kann ich effizienter werden? Wie überzeuge ich am besten Menschen? Welche Argumente sollen gebracht werden? Da geht es um Wissensaustausch, da geht es um Methodik. Das ist wirklich eine vernünftige Angelegenheit. So im Großen und Ganzen. Die veranstalten da auch teilweise mehrmals täglich solche Stage-Debatten, wo Leute miteinander im Gespräch sind und da sind dann auch oftmals Nicht-VeganerInnen dabei, die dann ihre Fragen stellen können, die ihre Argumente bringen und wo man dann als TierschützerInnen versuchen kann, diese Menschen zu überzeugen. Also das ist alles in allem echt eine dufte Angelegenheit und auch die Menschen, die da auf diesem Discord-Server drauf sind, sind jetzt nicht grundsätzlich... Ich habe auch mal überlegt, ob ich nicht mal Leute einlade, aber ich habe das Gefühl, der Stream ist dafür zu klein. Einfach mal, um über Dinge zu reden. Aber ich glaube, da muss man irgendwie so mindestens 500-600 Viewer haben, dass ein paar davon auch aktiv sind und ein paar sich auch trauen. Ne, dass du halt auch so Leute dabei hast oder dass ich halt mit Leuten darüber rede, so warum bist du noch nicht vegan, was hält dich zurück, du bist auf dem Weg dahin oder sonstiges, so Sachen halt oder generell über irgendwelche Dinge kommen in den Discord, ja. Letztlich und pauschal als irgendwelche Nazis zu bezeichnen. Da sind 20.000 Menschen auf diesem Discord-Server und das sind in den allermeisten Fällen stabile TierschützerInnen, die da sind, weil es nun mal der reichweitenstärkste Discord-Server ist, den wir haben im Tierschutz und der von der militanten Veganerin beworben wird. Also wenn man die militante Veganerin als reichweitenstärkste Influencerin so im Tierschutz sich anschaut derzeit und die wirbt für diesen Discord-Server, ja natürlich geht man dann auf diesen Discord-Server und hat erstmal nichts Böses im Sinn, weil wer hat denn schon was Böses im Sinn bei VeganerInnen? So die meisten VeganerInnen sind wirklich irgendwelche Hippies, die einfach nur Tiere schützen wollen und die wirklich nichts Böses in sich tragen und erst recht nicht auf den Gedanken kommen würden, irgendwelche Menschen zu diskriminieren. Also man kann und sollte niemals zu dem Schluss kommen, dass der Vegan Dreamland Server ein Nazi-Server ist, wo nur Rechte sind, die ihre rechten Narrative verbreiten. So einfach kann man sich das nicht machen. Wenn man da wirklich nur drauf ist, um ein bisschen über Tierschutz zu schnacken und gar nicht so wirklich aktiv ist in den ganzen anderen Channeln, wo über Politik und andere Sachen gesprochen wird, dann kriegt man das gar nicht mit. Dennoch habe ich jetzt hier über 1 GB an Screenshots und teilweise auch Videomaterial, wo Leute ziemlich fragwürdigen Shit von sich geben. Das geht von Rassismus über Sexismus bis hin zu Transfeindlichkeit, Menschenfeindlichkeit allgemein, ein Haufen von Holocaust-Relativierung und. Wie kann das sein? Kann man diese Menschen dann vielleicht doch verurteilen? Nee, kann man nicht, denn man kriegt das wahrscheinlich gar nicht so wirklich mit. Wenn man da nicht aktiv ist, habe ich ja gerade schon gesagt, dann liest man das vielleicht gar nicht. Man bekommt das gar nicht mit und das Problem ist dann eben nicht der Server oder die Menschen, die auf dem Server drauf sind, sondern die Person, die den Server leitet und die Leute in der Moderation. Wenn jetzt aber jemand an das ganze Material kommt, also den ganzen Aussagen, die sehr, sehr fragwürdig sind, dann kann man ziemlich nachvollziehbar den Case aufmachen, dass es sich hierbei um einen Nazi-Server handelt, wo Menschenfeindlichkeiten verbreitet werden, wo der Holocaust relativiert wird und wo auch ansonsten nichts Gutes bewirkt wird. Und so einfach ist das nun mal nicht und ich glaube auch nicht, dass es so ist. Können also zu diesem Punkt festhalten, nein, der Discord-Server Vegan Dreamland ist kein Server, wo nur Rechte drauf sind, wo Nazis unter Nazis ihre Nazi-Sachen verbreiten. Das stimmt nicht, das wäre viel zu einfach, aber dennoch gibt es ja ein Problem und darüber sollten wir mal sprechen. Um jetzt zu verstehen, warum der Server trotzdem sehr kritisch zu betrachten ist, muss man sich angucken, wie er organisiert ist. Das ist eine Diktatur. Eine Person hat das Sagen, eine Person macht die Regeln, diese Person darf auch nicht in Frage gestellt werden. Das ist eine unantastbare Instanz. Man darf nicht darüber sprechen, warum gewisse...
Also, der Discord ist, ich habe auch mal überlegt, da drauf zu gehen, ist eigentlich, der nennt sich Vegan Dreamland und der ist nicht dazu, also, ist ein bisschen schwer, wird es ja jetzt noch erklären, aber es ist ein vegan, also ein Discord für VeganerInnen und für die, die es werden wollen. Leider ist, sind da so Leute drauf wie der vegane Germane. Und so scheiße will ich nicht sagen und so ja, Leute, die halt eigentlich eigentlich Nazis sind. Der Germane ist nicht mehr drauf, aber das kommt gleich noch. Achso. Okay. Gewisse Menschen ausgeschlossen werden, man darf nicht darüber sprechen, warum die Person den Server verlassen möchte. Personen selbst dürfen nicht schreiben, warum sie den Server verlassen. Es ist strikt hierarchisch und da hat eine Person das Sagen. Ah, Digga, den Punkt fühle ich überhaupt nicht, Brudi, weil, lass mich mir das mal erklären. Am Ende des Tages ist auch jeder Discord-Server, auch der von Dekadent und auch meiner, eine Diktatur, weil da ist immer einer, der das Sagen hat, Brudi, und das jetzt hier zu da jetzt hier einen Larry zu machen, Digga, das geht überhaupt nicht, Brudi. Danke für die Reaction. Und ja, bei Discord-Servern von InfluencerInnen ist das auch überhaupt gar nicht kritisch. So, my house, my rule. Feier ihn einfach. Ach, schön. Sollten das durchgespielt. Karl ist einfach... Ach. Toll. Diese Montemaroni. Das ist eine Monte-Parodie. Das habe ich jetzt nicht erkannt. Danke, der. Cool. So, wen interessiert es denn? Aber in diesem Fall geht es eben nicht um irgendeine Brand, sondern es geht um Aktivismus. Es geht um Tierschutz. Ich bin großer Fan von... Großer Shoutout auch. Danke, dass du Content machst, sodass ich Content machen kann, währenddessen ich esse. Basisdemokratische Organisation, wenn es um aktivistische Discord-Server geht. Das ist anders als bei YouTube-Kanälen. So, der YouTube-Kanal von Unge, der gehört Unge. Der Discord-Server von Unge, der gehört Unge. Und wenn Unge irgendeine Scheiße baut, dann schadet das in erster Linie Unge. Wenn man das jetzt ein bisschen weiterdenkt, dann realisiert man, warum vielleicht so eine Diktatur auf einem Discord-Server, der sich um Tierschutzaktivismus dreht, nicht die geilste Idee ist. Wenn jetzt eine Person an der Spitze eines Vegan-Speaking-Discord-Servers ist, der rechte libertäre Ansichten vertritt und diese rechten und libertären Ansichten gelangen irgendwie an die Öffentlichkeit und jemand bekommt das mit, der stramm antifaschistisch ist, dann wird er sich denken, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht und dann schadet das in erster Linie nämlich nicht der Person, sondern dem Tierschutz, weil es ist ja nicht sein Brand-Discord-Server, sondern es ist der größte deutsche Vegan-Speaking-Discord-Server und deshalb wurde es dann auch ein bisschen tricky, weil ich habe ja mitbekommen, dass dieses Video militante Veganerin exposed so ein bisschen durch die Reihen gegangen ist, Stay hat drauf reagiert, Unger hat drauf reagiert, Alpha Kevin hat drauf reagiert und ein eigenes Video gemacht. Das ist also ein Gesprächsthema und deswegen muss das jemand behandeln, der nicht mit bösen Absichten dem Tierschutz gegenüber da dran geht oder dran gehen kann oder das Ganze nicht missinterpretiert. Also dachte ich mir, irgendwie muss das Material erstmal von diesem Discord-Server entfernt werden. Und um das zu machen, habe ich vor ein paar Tagen einen Tweet abgesetzt, wo ich einen ziemlich kritischen Beitrag vom Serverbetreiber selber getweetet habe und weil man Faschos spielen kann wie eine Geige, ist die Reaktion auch relativ einfach und nachvollziehbar gewesen. Alles wird gelöscht. Was der Serverbetreiber nicht wusste, ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich getweetet habe, ey, man sollte sich das vielleicht mal anschauen, ich mir das schon lange angeschaut habe und wir haben schon sehr lange gesammelt, was da so vor sich geht. Ging jetzt nur darum, das Ganze von dem Discord-Server löschen zu lassen, damit kein anderer das Video machen kann, bevor ich es mache. Der Serverbetreiber hat also wie... Schön. Nee, schön. Eine brave, kleine, rechte Marionette, alles gemacht, was wir von ihm verlangt haben. Hat super funktioniert. Hat auch noch ein Video released, wo er in ziemlich dilettantischer Manier erklärt hat. Hey Freunde, wenn ihr Aufnahmen von einem Discord-Server findet, dann glaubt nicht, weil man kann die Bilder manipulieren und das wird ja alles gelöscht und moderiert. Nein, wurde nicht alles gelöscht und moderiert. Es wurde gelöscht und moderiert, in Anführungsstrichen, als dieser Tweet veröffentlicht worden ist. Wenn du beweisen möchtest, dass diese ganzen Screenshots und die ganzen Dinge, die ich hier zeige und sage, nicht stimmen, ist ja ganz einfach. Du kannst ja in den Audit-Log von Discord gehen und kannst zeigen, wie die Originalnachrichten gewesen sind. Also meine ganzen Fakes kannst du hier relativ einfach exposen. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass du das nicht kannst, aber vielen Dank, Alter. Du hast besser getanzt, als ich gedacht hätte. Vielen, vielen Dank.
Um jetzt zu zeigen, was das so einer ist, könnte ich natürlich im klassischen Expose-Stil hier einfach nur 100.000 Screenshots durchlaufen lassen und ihr könntet euch selber irgendwie ein Bild machen und ich könnte das einordnen oder wie auch immer. Aber ich halte es für fair, dass wir ihn selber seine politischen Ansichten so ein bisschen einordnen lassen. Ne? Ich glaube, jeder hat die Chance, verdient sich selber so ein bisschen einzuordnen. Ich zum Beispiel bin Antifaschist, das ist relativ einfach. Ich bin Antifaschist, bin für Menschenrechte, ich bin gegen Faschismus, ole ole, that's it. Mal gucken, was er so sagt. Also als allerersten Punkt habe ich hier aufgeschrieben, Bitcoin ist anarchistisch. Ja. Er ist also ein Anarchist, ne? Anarchismus, anarchistisch, kein Gott, kein Staat, nur der Mönch von Lützerath. Lieber was zu saufen. Muss ich mal reingrätschen, sorry. Ich als Deichkind-Kind. Kein Gott, kein Staat, lieber was zu saufen. Verstanden. Dann kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. Was ist Bitcoin noch politisch gesehen? Bitcoin ist kapitalistisch natürlich. Kapitalistisch, okay. Also anarchistisch und kapitalistisch. Also so anarcho-kapitalistisch. Genau. Es gibt also keinen Staat und auch sonst keine Organe aus staatlicher oder in öffentlicher Hand, die kapitalistische Menschenfeinde davon abhalten können, die Armen auszubeuten. Okay, aber was passiert denn dann in so einem anarcho-kapitalistischen System mit den Armen oder mit Menschen mit Behinderung oder mit anderen Marginalisierten? Ja? Was passiert denn da so? Wie ist denn so der Schutz von Minderheiten in so einem anarcho-kapitalistischen System? Und dann gehen wir weiter. Was ist Bitcoin noch politisch betrachtet? Politisch betrachtet ist Bitcoin natürlich maximal inklusiv. Es kennt keine Hautfarbe, es kennt keine Sprache, es kennt kein Herkunftsland, es kennt keine Religion, es kennt kein Geschlecht und es kennt keine Spezies. Ah, okay. Maximal. Ich sehe keine Hautfarbe. Inklusiv, weil sich ja jeder Bitcoins kaufen kann, ist ja völlig klar, ne? Je freier der Markt, desto freier die Menschen. Und wenn du dir einfach die Miete nicht leisten kannst, dann kauf dir doch einfach ein Haus und eine Privatarmee, die dein Eigentum verteidigt. Ist ja völlig logisch. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist nämlich das Ding mit den Eigentumsrechten, ne? In so einem. Wie gestern mit Oskar übrigens, das fällt mir da gerade so ein, wenn du dir kein Haus leisten kannst oder die Miete nicht. Ich bin erst gestern mit Oskar und mit Floki durch so ein Vorort gegangen, wir waren spazieren. Wir haben uns vielleicht auch minimal verlaufen. Ne? Und ich habe so, oh, schau mal, wie schön. Und ich sag, schau mal, die Doppelhaushälfte. Und er direkt, merkst du selber, wir sind einfach richtige Deichkindopfer. Ich sag, sowas können wir uns nie leisten. Können wir halt wirklich nicht. Ne? Also, der einzige Weg, wie ich mir das leisten könnte, wäre, wenn ich alleinige Erbe wäre von all den Sachen, die in meiner Familie existieren. Und ich glaube selbst da nicht, weil es ist nicht viel. Jetzt kommt gleich wieder Eat the Rich. Ja, ja, ja. Im anarcho-kapitalistischen System, da gibt es nämlich keinen Staat und auch kein Gesetz und auch keine Gewaltenteilung, die in irgendeiner Form Eigentum verteidigt, sondern das machen dann Privatarmeen. Ich gebe dir einen Bitcoin und ein paar Waffen und dann sorgst du dafür, dass meine Interessen und mein Eigentum verteidigt wird. Das hört sich in meinen Augen zumindest ziemlich inklusiv und auch super menschenfreundlich an. Welches Fazit zieht Eugen denn? Und wenn man das alles hier zusammenfasst, anarchistisch, kapitalistisch, maximal inklusiv, was für eine politische Richtung ist das? Well, das ist natürlich der Libertarismus. Also Bitcoin ist somit libertär. Das heißt freiheitsliebend. Ah, libertär nennt man das. Ich würde sagen, du bist ein Fascho, aber wer bin ich schon? Wir können mal gemeinsam nachdenken, ne? Freiheitsliebend. Maximale Freiheitsrechte. Ja, meine Freiheit. Die Freiheit von jeder Person, die Geld hat und sich die Freiheit leisten kann. Wenn du kein Geld hast, dann hast du auch keine Freiheit. Keine Bitcoins, keine Freiheit. Aber ist ja in so einer leistungsgerichteten Gesellschaft super einfach, an Geld ranzukommen, ne? Sieht man ja in unserem kapitalistischen Weltsystem. Ist ja super einfach, an Kohle ran. Wie war diese Oxford-Studie mit dem Vermögenswachstum in der Unterschicht? Und Mittelschicht oder hier, weiß nicht, ob ich es so politisch korrekt ausdrücke. Die Reichen haben so viel mehr, ich meine, obviously auch leider, Vermögenszuwachs. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, ich muss diese Studie raussuchen. Ich bin ganz scheiße. Studie Vermögenszuwachs. 99% wurden durch die Pandemie ärmer. Die Reichsten wurden reicher. Oxfam. Oxfam, sorry. Oxfam.
Fast so, als wenn Trickle-Down-Economics gar nicht funktioniert. Fast so, als wenn man den Firmen Entlastungen gibt und die trotzdem das bei sich behalten. Die müssen sich halt Aktien kaufen, dann können die auch Vermögenszuwachs partizipieren. Alles easy, so nämlich. Seit 500 Jahren sind dieselben Familien reich. Ja. Mercedes hat letztens Rekordgewinne veröffentlicht und zeitgleich Kurzarbeit angekündigt. Ja, das ist unfair. Das stimmt. Zu kommen und wenn du halt keine hast, dann musst du dir halt Kohle verdienen. Ich denke mal, das sollte für jeden klar verständlich sein. 1000 Euro pro Monat kriegt jeder von uns zusammen. Wo würden wir denn hinkommen, wenn Menschen... Wie heißt der nochmal? Irgendwas mit Fragrance, oder? Jeremy Fragrance. Oh mein Gott. Der? Jawohl. Kennst du schon seine Aldi-Werbung? Nein. Oh Gott. Ich habe aber mitbekommen, dass er bei irgendeinem Trash-TV-Format im deutschen Fernsehen war. Wir haben kein deutsches Fernsehen. Also wir haben das schon, aber ich gucke das nicht. Die Aldi-Werbung, kann man die gucken ohne... Also ist da irgendeine krasse... Ist da Sound drin oder so? Weil, also ich feiere ja die... Wie heißt sie denn? Die Werbung ich habe seinen Namen vergessen, die Edeka-Werbung. Where is the Schmand? Wisst ihr? Kann man anschauen, ist safe, okay. Aldi-Werbung aktuell. Ah ne, jetzt kriege ich nur das Plättchen. Moment, dann gehe ich mal auf YouTube'sen. Aldi-Werbung. Ich habe ein bisschen Angst, 2 Millionen Views, are you kidding? Moment, ich muss das anders machen. Ich muss das anders machen. Das muss hier rein. Okay. Gemacht aus den 5 Elementen. Wasser, Aqua. Erde, Earth. Luft, Air. Feuer, Fire. Power! Geformt von Zeit und Leidenschaft. Der beste Duft der Welt. Frisches Brot. Backfrisch. Fragrance for everyone. Bei Aldi. Das ist ja einfach genial. Also sehe ich. Kann ich verstehen, macht mich an, will jetzt zu Aldi. Einfach bewertet werden würden, ohne auf ihren Kontostand zu gucken. Wo würden wir denn hinkommen, wenn einfach jeder Mensch unabhängig von dem Einkommen, das er hat oder dem Kapital, das er besitzt, auch die gleichen Rechte hätte? Das wäre ja Kommunismus. Das wäre ja komplett insane. Allein meine Oma hat immer gefragt, wenn ich irgendwie einen von meinen 100.000 Typen, die ich zu Hause angebracht habe, übrigens, weil das jemand analysieren möchte, Sarkasmus ist nicht so einfach. Ich verstehe das. Also einen von meinen 100.000 Typen, die ich nach Hause angebracht habe, immer zuerst gefragt, was sie vom Beruf machen und was sie verdienen. Oh Gott, war das unangenehm. Ja. Und für maximale Eigentums- und Individualrechte. Maximale Eigentums- und Individualrechte. Das ist ja mega geil. Hört sich ja mega romantisch an. Moment mal. Also diese maximalen Eigentums- und Individualrechte, die müssen ja auch irgendwie umgesetzt werden. Und genau das ist nämlich der Trugschluss und dieser Fehlschluss in solchen maximal freiheitsliebenden Systemen. Das muss ja irgendeiner umsetzen. Und in der... Das ist das, was ich am aller... Das habe ich eben gemeint. Genau. Marc Gabaye, oder? Rebillier? So? Nicht? Gabaye oder so? Also das war meine allerliebste Lieblingswerbung. Die Edeka-Werbung mit, aber die kann ich nicht abspielen, weil die hat safe DMCA. Ninas Bodycount. Alle. Ich hab sie alle. Ich hab Väter gefickt, die Kinder hatten. Ist so. Ich hab mehr gefickt, als ich gepisst habe. Kleiner Spaß am Rande. Aber eigentlich ist es so. So, bitte? Okay, Menschen. Falls ihr das, also ich
ich ganz kurz erwähnen, das kommt von Vollassi-Toni. Kennt ihr nicht Vollassi-Toni? Bam, ba, bam, ba, bam. Nicht? Okay. Dann ist das natürlich awkward. Nein, du bist alt. Ich kann mir bisher. Die sind raffiniert, die nehmen die Cola an. Das schon. Oh Gott. Ihr seid alle so. Ach, ihr seid so richtig schön asozial wie ich. Schön, schön. Du kennst das, Toni, nicht ich. Hello, Kidney. Okay. Das klingt, als müsste man zusammen drauf reacten. Oh Gott, das kann ich nicht. Das geht nicht. Da muss ich meinen Channel auf Ü30 stellen. Ich kann so nicht arbeiten, Entschuldigung. Von Asitoni ist safe gegen Toss, ich glaube auch. Ich glaube auch. In der Realität ist das dann nun mal der mit dem meisten Geld. Also das hört sich ja auch gar nicht mehr so herrschaftsfrei an. Ne? Also als würde es da gar keine Herrschaft geben, sondern als ob einfach nur der mit dem meisten Geld herrschen würde. Und zwar dann nicht nur mit so einem kleinen Schalldämpfer wie der Zeit, sondern so komplett ohne irgendwelche Eingriffe. So unreguliert. Mit der dicken 45er. Hast du Geld, bist du was. Hast du kein Geld, stirb. Und genau diese absurde anarchokapitalistische Herrschaft setzt er auch auf seinem Server um. Er hat das Kapital, er hat das Sagen. Alle müssen seine Krypto-Affiliate-Links klicken. Die Greenforce-Partnerschaft des Servers geht in seine Tasche. Und zwar nicht nur die, sondern auch die von anderen Leuten auf diesem Server, die aktivistisch tätig sind und eine Greenforce-Partnerschaft haben. Da nimmt er sich auch noch seinen kleinen Share. Auch das weiß ich, Eugen. Auch das weiß ich. Ich weiß noch viel mehr, aber belassen wir es mal dabei. Meinungsfreiheit funktioniert nur in eine Richtung. Man darf alles sagen, man darf an alles glauben, man darf alles verbreiten. Hauptsache, es geht nicht gegen ihn. Um euch einfach mal konkret zu zeigen, was das bedeutet. Antifa-Flaggen sind streng. Ich muss das lesen, ich muss ihn pausen. Vielleicht liest das vor, aber ich brauche das, sonst muss ich zurückgehen und dafür bin ich nicht schlau genug. Jetzt kommt mir nicht mit den Shortcuts, ich verstehe das jetzt. So. Naja, Leute hatten diese Antifa-Flagge als Bild und Eugen mag das wohl nicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich darf man keine politischen Flaggen oder so. Sind politische Symbole als Profilbilder hier denn generell verboten? Aus so einigen Gründen. Hauptgrund ist, dass man keine politischen Motive als Profilbild drin haben darf. Ja, okay, macht Sinn. Ändere dein Profilbild. Bingo. Längstens verboten, weil das ist ja politisch und der Server ist nicht politisch. Aber Deutschlandflaggen mit Man Going The Own Way Logo? Alles cool, weil es ja nicht politisch. Moment, was ist denn Man Going The Own Way? Oh mein Gott, nicht die. Oh, ich habe von den Idioten auch bei mir. Ich habe einfach Leute, die schreiben unter meinen YouTube, die schreiben nur Man Going Their Own Way, also die MGTOW unter meinem. Also, ich denke mir so, Brudi, geh doch deinen eigenen Weg, geh doch von meinem YouTube-Kanal runter. Also, Jesus, ey. Wenn ich mir das so anschaue, sind die davon überzeugt, dass die moderne Welt vom Feminismus und den Woken übernommen worden ist. Also eher Alt-Right, White Supremacy. Wir würden die wahrscheinlich Nazis nennen, aber ja, ist natürlich nicht politisch. Und der Typ, der die Flagge trägt und der ja nicht politisch ist, ne, der ist natürlich auch nicht politisch. Und der hat natürlich auch nie irgendwas Politisches gesagt. Wäre super schade, wenn man jetzt als Serverbetreiber hätte herausfinden können, dass der vielleicht doch nicht so unpolitisch ist, wie er denkt. Und dass auch dieses Logo nicht so unpolitisch ist, wie er denkt. Wäre echt schade, wenn der zum Beispiel sowas gemacht hätte wie ein Wahl-O-Mat-Ergebnis gepostet. Ah, okay. Dritter Weg. Chillig. Und auch natürlich absolut gar nicht politisch, ne? Scheiß Antifa! Aber, naja, falls ihr den dritten Weg nicht kennen solltet, der dritte Weg, das sind die Leute, die denken, dass die AfD linksradikal ist. Also, wenn dir die AfD zu links ist, dann... Wenn dir die AfD zu links ist, dann wählst du den dritten Weg, ja. Okay, cool. Das ist schon der Abschaum der Gesellschaft eigentlich, ja. Es ist echt... Es ist halt einfach traurig, dass diese Menschen eine Gruppe, die in diesem System einfach immer noch weniger Rechte hat, und zwar Frauen,
dafür verantwortlich machen, dass es ihnen erstmal A, kacke geht, dass sie nicht zum Schuss kommen, weil irgendwie denken die, es wäre ja ein Recht von denen. Und dann irgendwie auch noch, ach, das ist einfach alles so sad. Ich hab Karl, es tut mir leid, Karl. Warte. Okay, war nicht besser. Ob er mich jetzt hasst, ich weiß es nicht. Okay, lassen wir das. Machen wir nochmal. Dass die AfD linksradikal ist. Also, wenn dir die AfD zu links ist, dann wählst du halt den dritten Weg. Das ist so, naja, also, keine Ahnung. Deutlicher kann ich wohl nicht werden, oder? Und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch die Herrschaft und Serverleitung von Lichtblick. Also, man darf über Rassismus sprechen, aber nur, wenn man sagt, dass das mit dem N-Wort ja gar nicht so schlimm ist und dass sich auch die Schwarzen gar nicht so anstellen sollen. Bitte. Weil es ja Meinungsfreiheit ist, soll man auch einfach... Ich bin so fertig mit der Welt. Danke, dass du Karl ein Abo geschenkt hast. Vielen lieben Dank. Naja, das ist schon mal... Ja, aber wir machen uns nicht über die Rechtschreibung von Menschen lustig. Oder regen uns... Also das heißt ja nicht... Es ist immer so... Das ist auch so eine Art von Tone-Policing, wo ich versuche, von wegzukommen. Manchmal mache ich auch noch mal diesen... unter den Gürtel. Ne? Aber... Ich versuche es eigentlich nicht zu machen. Die Aussage, die man tätigt, ist wichtig, nicht die Grammatik und Rechtschreibung dahinter. Er kann machen, was er möchte. Das Wort ist geblacklistet. Warum wir andere dafür bannen? Weil sie das benutzen, um andere zu schaden. Einfach an jeder Stelle das N-Wort sagen dürfen, wann immer man möchte. Und da gibt es auch keinen Grund, irgendwie kritisch mal zu hinterfragen, ob solche rassistischen Reproduktionen vielleicht in Ordnung gehen oder vielleicht eher unterbunden werden sollten. Man darf auch über LGBTQIA+ sprechen, aber eben nur, wenn man darüber spricht, dass das ja die woke Cancel Culture ist und dass die... Alter, wie ekelhaft. Wenn man das extreme Denken... Wenn man das ins Extreme denkt, gibt es dann irgendwann keine erfolgreichen Frauen mehr in irgendeinem Sport, weil Männer ja 99% der Fälle besser sind. Boah, es ist transfeindlich ohne Ende und das ist auch so ein Bullshit. Also ich sag's mal, für viele, die das nicht verstehen, in Sport geht es immer darum, was du für körperliche Vorteile und genetische Vorteile, sag ich mal, mitbringst, plus harte Arbeit natürlich, ne? Aber natürlich, wenn jetzt jemand, ich bin jetzt nicht so krass gut in Sport generell, ich habe nur Kunstturnen gemacht und Rettungs- und Wettkampfschwimmen, aber ich sag mal so, da hat auch meine Größe jetzt nicht so den krassen Vorteil gebracht, außer beim Kunstturnen, da ist es wieder ein bisschen besser, so klein und zierlich zu sein. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich Basketball spielen wollen würde, dann würde doch eine Frau, die längere Arme hat als ich und größer ist als ich, einfach schon generell genetisch einen besseren Vorteil haben. Und das ist doch, also ich kann dann halt vielleicht keine Profi-Basketballerin werden. Das ist auch okay für mich. Aber ja, schlecht in Sport, auch wenn ich groß und schlank bin. Okay, ist es nicht jeder große, schlanke Mensch gut in Sport, möchte ich nochmal hier hervorheben. Aber es geht halt nur mal um körperliche Vorteile. Und natürlich, es ist auch so, also für mich ist das Thema super schwer, weil ich nicht betroffen bin. In keinster Art und Weise bin ich betroffen. Und ich möchte hier nichts falsch wiedergeben oder jemanden verletzen durch meine Wortwahl. Deswegen stolper ich da immer so ein bisschen durch, leider. Es gibt auch Frauen, die einfach an sich einen stärkeren Körper mitbringen, als, sag ich jetzt mal, die Standardfrau. Und teilweise haben diese, und ich weiß auch schon, dass eine Cis-Frau vom Sport ausgeschlossen worden ist, weil ihr Hormonspiegel, ihr Testosteronspiegel zu hoch war. Ist das dann fair? Also, ich weiß ja nicht, was das Problem ist. Also, ohne zu dopen oder so. Es gibt halt einfach, und es gibt wahrscheinlich, sind die Hälfte der Frauen auf diesem Planeten stärker als ich.
Ja, jetzt auch nicht irgendwie deswegen rumheulen. Die Debatte mit Transmenschen ist mir erst aufgefallen, wie unfair und seltsam die Kriterien für Sportvergleiche sind. Das ist halt einfach insane. Oder als ich, ja. Nicht nur eine Frau wurde ausgeschlossen, das passiert leider regelmäßig in allen möglichen Sportarten. Ja. Genau, Wettkämpfe nur noch, du darfst nur noch im Wettkampf gehen, wenn du so und so viel Körpergröße hast, so und so viel Gewicht, wenn deine Handgelenke so und so viel Umfang haben. Ja, man kann das nicht, müsste ich mich ja. Es gibt, also ich kenne mich da auch nicht richtig aus und da ist auf jeden Fall so jemand wie Finessi die richtige Ansprechpartnerin, die kennt sich da, soweit ich weiß, sehr gut aus. Ich nicht. Ich habe einfach andere Gebiete, auf denen ich mich besser auskenne und ich möchte auch keine falschen Sachen sagen und der ganzen Sache damit auch schaden. Aber es gibt halt Frauen, die einfach einen natürlich hohen Testosteronspiegel haben. Also natürlich vorkommt, nicht durch Doping oder sonstiges. Und es ist halt einfach, es ist kein Kriterium. Ich habe auch ohne die Pille wohl einen relativ niedrigen Östrogenspiegel und hatte den vor allen Dingen auch wegen meines Untergewichts. Und deswegen bin ich ja nicht weniger Frau. I mean, come on. Lächerlich, ich weiß, Pori. Lächerlich. Wenn in dem Thema jetzt auch Gerechtigkeit gebrochen wird von Transfeinden, aber dann in allen anderen Bereichen der Kontrast bevorzugt wird, ja. So, ich gehe mal ganz kurz, wir gehen mal weiter hier, bevor wir das zu sehr ausarbeiten. Da haben wir schon wieder eine 3,5 Stunden Reaction gefühlt auf ein 20-Minuten-Video. Schön. Also, weil es deutlich weniger Frauen mit der Körperform gibt und wahrscheinlich einfach gerade keine mit ähnlichen Körperbauen ausbildbar war, aber du verstehst ja, was ich sagen will. Ich sag nicht, dass das fair ist, ich sag nur, es die einem ja die Meinung verbieten wollen und das ist ja Meinungsfreiheit, was man hier so macht und Trans... Oh, ein Karl-Video. Oh, eine Meinung. Feindliche Hetze ist ja alles Meinungsfreiheit und überhaupt, ne, Meinungsfreiheit funktioniert halt, wie gesagt, immer nur in eine Richtung und ja, tja, scheiß Cancel Culture. Das ist so ein absurdes Bild von Meinungsfreiheit und das zieht sich da eben durch den kompletten Inner Circle und die Moderation von diesem Server und ist eben auch bei Lichtblick ganz, ganz, ganz fest inkludiert in seinem Denken und in seiner Ansicht. Also man darf über den Holocaust sprechen, man sollte ihn leugnen dürfen, man darf irgendwelche... Moment, ich muss das alles lesen. Aber die Hologrammstelle, ja, die peinlichste. Es war so strunzdämlich. Er hatte ja nicht mal ein gutes Argument. Ich sage, der Grund ist, dass sie nachdenken nur mit üblichen Narrativfolgen, wo kein Wort über den... Über den was bitte? Naja, er hat recht damit, dass er nicht wie der HC ist. Aber alles andere war gigalost, ja. Ja, wir wissen alle, außer er, dass der Tierhologramm schlimmer ist. Ach, die sagen Hologramm für Holocaust, um nicht aufzufallen. Jetzt schnall ich's erst. Ich bin so langsam im Kopf. Oh Gott. Ja, mein Popfilter rutscht die ganze Zeit runter. Es tut mir leid. Oh Gott. Ich denke gerade, der Tierhologramm. Ja, okay. Die sind richtig schlau. Die haben mich ausgetribbelt mit dem Wort. Ist mir erst im zweiten Mal aufgefallen. Aber er denkt halt, Menschen wären der Shit. Naja, es ist halt per Definition kein HC. Eben, es tut mir super leid, ich bin so WoW geschädigt. Bei HC denke ich erstmal an was anderes. Weil deutsche und englische Definitionen anders sind und die deutsche Definition nicht so sinnvoll ist. Im Deutschen ist HC darüber definiert, dass es um die Ausrottung geht. Die Vernichtung einer Rasse zum Beispiel. In der Tierindustrie nicht der Fall und daher ist die Definition halt kein HC. Halt maximal eine inhaltliche Korrektur wert, das ist kein Ruhmgeheule wert. Na gut, machen wir mal weiter. Also man darf auch den Hologramm leugnen.
Relativierung machen, weil es ja Meinungsfreiheit. Man darf die N-Bombe benutzen, man darf Leute diskriminieren, weil es ja Meinungsfreiheit. Aber wehe, jemand kritisiert Lichtblick, weil das ist ja dann keine Meinungsfreiheit mehr. Das ist ja dann Cancel Culture. Da ist es dann auch cool, wenn man sagt, dass alle, die Lichtblick oder den Server oder rassistische und transfeindliche, sexistische Aussagen kritisieren, die sind psychisch krank. Da wird auch noch wild pathologisiert und das wird einfach. Haters gonna hate. Und ich werde es jetzt hier im Geschlossenen einmal sagen. Alle haben sie irgendeine psychische Krankheit. Keiner von denen ist psychisch gesund. Wer denkt, dass man hier homophob, Nazi oder Rassist etc. sein kann, der kann mal mit einem Zweitaccount reinkommen und versuchen, Nazi oder die anderen Sachen zu sein. Guckst du mal, was passiert. Und wer hat jetzt eine psychische Krankheit? Ne, Meinungsfreiheit ist immer nur, wenn man sagen kann, was man will. Aber wenn er kritisiert wird, dann ist es keine Meinungsfreiheit. Und das gehört dann sofort von dem Serververband. Aber nicht nur das, er vergleicht das auch. Also er vergleicht sich mit einer Gruppe von ebenfalls mal in Deutschland verfolgten Menschen, weil er kritisiert worden ist. Und ja, dreimal dürft ihr raten, welche Gruppe von den Deutschland mal... Ich meine übrigens mal ganz kurz sagen, die Teewurst, super geil. Ich bekomme hier in Dresden, da wo ich zumindest einkaufe, keine Teewurst. Ich danke euch für den Hype-Train, ihr Lieben. Das scheint wohl irgendwie in Sachsen nicht so angekommen zu sein, weil eigentlich hat die Rügenwalder Mühle, soweit ich weiß, eine vegane Teewurst. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Das ist so lange her. Und die haben aber bei Green Force eine geile vegane Teewurst, die man einfach einrühren kann. Und die schmeckt so geil. Ich liebe die. Ich liebe die. Und vor allen Dingen das Gute ist, wenn du keine Teewurst zu Hause hast, dann hast du einfach dieses Pulver und dann rührst du das an und gießt es auf mit kochendem Wasser und wartest, bis es kalt ist und dann hast du deine, genau, ich meine die Streichwurst. Und dann hast du einfach geil, und du kannst dir so viel machen, wie du denkst, dass du gerade ver... Die ist echt gut, ne? Genau, weil die ewig haltbar ist. Ich habe deutsche Synchrostimme eingelöst. Oh, Entschuldigung, deutsche Synchrostimme. Moment. Und mit einfach so Nina, 25%. Ich meine natürlich mit so Nina 25. Also wisst ihr, bekommt ihr 25% Rabatt auf Greenforce-Produkte. Und naja, die Teewurst, naja, auf jeden Fall ist die Teewurst richtig cool und die würde ich an eurer Stelle auch mal ausprobieren. Ich habe die andere Wurst noch nicht probiert, aber die, auf jeden Fall haben wir die auch zu Hause. Und naja, ich denke, die wird schon richtig lecker sein. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf. So, ja, ja, gut. Aber wenn du Cutter brauchst, Nina, sag Bescheid. Ich bräuchte einen zuverlässigen Cutter. Mal Oscar cuttet meine Videos und er macht es so toll. Aber ich kann Oscar nicht bezahlen, außer mit Liebe und mit Luft. Und Oscar arbeitet ja selbst noch. Und ich habe gesagt, wenn ich ein, also ich versuche halt mit Essen und Kochen und so Sachen. Ich bin schon sehr dankbar dafür, dass er meine Videos schneidet. Aber ich kann halt jetzt nicht so einen richtigen, also ich finde, ein Cutter hat halt wirklich auch verdient, bezahlt zu werden, ne, für die Arbeit, die er leistet. Verfolgten Menschen, er denn da so ganz gerne mit sich hier vergleicht. Also, was ist das denn, wenn man ihn kritisiert? Ah, ja, ahnt es schon, ne? Es sind die Jüdin. Der Typ denkt, wenn der für seine rassistische... Was steht hier? Moment. Dekadent hat mich gestern von seinem Discord gebannt. How dare he? Ich muss mal den Untertitel woanders hinklatschen, sorry. Tja, was soll ich zu dem Video sagen? Ein Linker, der wieder Hitler spielt und es selbst nicht merkt. Bitte? Man darf bestimmte Musik nicht mehr hören. Juden durften bestimmte Musik nicht mehr hören. Man darf mit bestimmten Menschen nicht mehr reden. Mit Juden durfte man damals nicht reden. Meint er das ernst? Man darf über bestimmte Themen wie das N-Wort oder Hautfarbe nicht mehr reden. Juden durften über bestimmte Themen nicht reden. Was ich mich bei diesen Leuten immer frage, wie weit würden sie gehen? Ich bin mir sicher, wenn der Typ einen Knopf hätte, dann würde er Timeless ausschalten lassen, damit er seine Meinung nicht mehr sagen kann. Das sind doch genau die Leute, die bei Arbeitgebern anrufen, damit die Person ihren Job verliert.
Diese Personen dürfen auch andere Plattformen nicht benutzen wie Discord. Genau wie die eine, die Screenshots von mir geteilt hat und mich überall gebannt gekriegt hat. Oh, das ist ja ganz grausam. Bitte, das ist ja wie die Corona-Impfgegner. Ihr braucht euch nicht mit Juden in Nazi-Deutschland vergleichen. Es geht euch nicht mal ein Müh so schlecht. Das ist eine Frechheit, so etwas. Und das ist eine absolute Ich kriege Hassgefühle. Also dieser Hope macht mich aggressiv. Transfeindliche, sexistische Art von woken Linken kritisiert wird, dann ist das in etwa genauso schlimm und auf jeden Fall damit zu vergleichen, was die Nazis damals mit den Juden gemacht haben. Und das sagt er einfach öffentlich mit einer Selbstverständlichkeit, dass wahrscheinlich jeder Staatsanwaltschaft sofort die Kinnlade runterklappt. Da ist so viel... Ich bräuchte eine Puppe, um mir zu zeigen, wo dieser Vergleich überall wehtut, das verstehe ich. Das Ding ist, es ist ja nicht mal so, also dieses, man darf ja gar nichts mehr sagen. Du darfst es sagen, Karl Otto. Karl Otto sagt es doch. Aber dann musst du auch damit rechnen, dass hier zum Beispiel dich keiner möchte. Dich will hier einfach dann keiner. Und damit musst du rechnen, und das ist auch unser Recht, dass wir sagen, nö, Nazis, nö. Nazis, nein, nein. Das wird jetzt mein neuer Aufkleber. Nazis, nein, nein. Machen wir das als Merch? Nazis, nein, nein. Viel Unsinn, da ist so viel Schwachsinn, da ist so viel Rassismus, Transfeindlichkeit, Sexismus, Menschenfeindlichkeit insgesamt unterwegs, dass es absolut den Rahmen sprengen würde, wenn ich das jetzt alles in Videoform durchgehe. Deswegen ist das alles unten verlinkt. Da habt ihr ein schönes Paket mit so einem Best-of. Könnt ihr euch reinziehen, könnt ihr euch selber ein Bild machen. Aber mir ist auch klar, natürlich ist so ein Server mit 20.000 Leuten drauf, da sagt der ein oder andere schon mal etwas Fragwürdiges. Und auch VeganerInnen sind jetzt keine Engel. So, nur weil du vegan lebst, heißt das nicht, dass du kein Arsch sein kannst. Das ist mir klar. In dem Fall geht es aber nicht um irgendwelche Einzelpersonen, die irgendwas... Fehlt nur noch dieses... war auch Vegetarier. Also vor 5 Jahren musste ich mir das noch regelmäßig anhören. Mal irgendwas gesagt haben, geht um den Serverbetreiber und die Moderation dahinter, die das vollkommen in Ordnung findet und die das durchwinken lässt. Und dann kriegt das alles nochmal so eine gewisse, so ein Geschmäckle, versteht ihr? In meinen Augen bist du als Serverleiter des größten deutschen Vegan Speaking Discord Servers absolut dafür verantwortlich, Menschenfeindlichkeit, Rassismus, Transfeindlichkeit, Sexismus etc. pp. Vom Server fernzuhalten, dich dagegen zu positionieren, klar zu sagen, das geht nicht klar. Aber ganz im Gegenteil, es wird ja sogar noch promoted. Und wie das promoted wird, ist nochmal etwas, das wir uns jetzt anschauen werden, und zwar mit einem alten Freund hier, oder sollte ich eher sagen, einem alten Kameraden, dem veganen Germanen. Oh no. Als ich auf den Server gekommen bin, ist mir nach kurzer Zeit, also ich habe ein bisschen da rumgescrollt, habe so ein bisschen geguckt, was da so läuft, habe mir das Konzept angeschaut, fand das eigentlich ganz cool, aber nach kurzer Zeit ist mir dann schon aufgefallen, Moment mal, das ist doch da der vegane Germane, der da den Leuten im Voice-Channel auf Discord chillt. Und für die Leute, die den veganen Germanen vielleicht nicht kennen, das ist einfach ein Nazi, so, das ist ein Holocaust-Leugner, der relativiert Kriegsverbrechen der Deutschen, der ist der felsenfesten Überzeugung, dass die Alliierten damals den Weltkrieg ausgelöst hätten und dass der eigentliche Holocaust die Verbrechen an der deutschen Zivilbevölkerung gewesen sind. Also der sagt sowas wie, Polen und Deutschland, die hatten einen territorialen Konflikt, und als dann Frankreich und England und dann später auch Amerika Deutschland den Krieg erklärt haben, das war dann der Krieg und das war das Verbrechen, das war dann der Auslöser des Weltkrieges und Hitler did nothing wrong, so unterm Strich, jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Jetzt ist es ja nicht schlimm, wenn man den nicht kennt, aber Lichtblick hat die Videos vom veganen Germanen promotet, und ich denke, wenn du Serverbetreiber von so einem Ding bist, dann musst du gerade bei so kontroversen Personen, und ich meine Germane so als Name, was soll das schon rumkommen, ne, bei jemandem, der Germane heißt. Da kann man wirklich mal die 5 Minuten Google Research in Kauf nehmen und herausfinden, Mensch, das ist ja ein Fascho. Und ich glaube, der wusste das. Der wusste ganz genau, was das für einer ist. Der wurde nämlich von mehreren Leuten schon darauf angesprochen, dass das ein Nazi ist. Und die Antwort darauf ist immer gewesen, das ist Rufmord. Also nicht vom Germanen. Stell dich einer Debatte, wo du deinen Rufmord mal verteidigst. Also wann? Du gegen den Germanen. Ich gebe dir 5 Minuten. Nee, danke, wenn so jemand hier anscheinend unterstützt wird, bin ich weg. Plattform unterstützt. So jemand. Mit was genau? Einmal konkret werden. Diese ganze Worthülsen. Du also null Argumente. Wie ein Omni.
Bahn. So, der wird natürlich immer sagen, dass er kein Nazi ist, weil Nazi sein ist ja böse. Sondern Eugen Lichtblick, der Serverbetreiber, der hat gesagt, Moment mal, was ist Rufmord, wenn du den hier Nazi nennst? So, das ist ein sehr guter, der ist vegan und der darf hier auch sprechen und du hast jetzt 5 Minuten Zeit, mit dem in eine Debatte zu treten. Ansonsten Verleumdung, du bist einfach nicht in der Lage zu debattieren, bla bla bla. Absolut wild. Und das hat er nicht nur bei Tilted und einigen anderen gemacht, sondern auch bei mir. Als ich dann geschrieben habe, Moment mal, und ich habe das, glaube ich, Raffaela damals geschrieben. Du sag mal, ist eigentlich bekannt, dass der vegane Germane, der bei Eugen auf dem Discord seine Videos verbreitet, ein Vollzeit-Nazi ist und beispielsweise wegen Holocaust-Verleugnis auf Twitch gesperrt ist. Huch, wie, wo, was? Nee, also mir nicht, aber kenn ihn nicht. Der ist erst seit einer Woche dabei. Der heißt Germane und ist auch im Voice der Zeit. Ja, weiß, wer das ist, aber hatte keine Ahnung, dass der Nazi sein soll. Hast du Evidenzen dafür? Also der militanten Veganerin. Hier ist der vegane Germane, das ist ein Nazi. So, ich denke nicht, dass der hier auf dem Server seinen Schwachsinn verbreiten sollte. Da hieß es dann auch, ey, Moment mal, lass uns doch mal eine Debatte führen. Wir können doch mal so eine ergebnisoffene, ergebnisorientierte Debatte führen. Du gegen den veganen Germanen. Und dann kannst du, Karl, dem mal der Serverleitung klar machen, warum das ein Nazi ist. Jetzt kommt das wirklich Absurde. Diese Debatte hat stattgefunden. Also ich habe vor knapp einem Jahr oder so, habe ich dann mit dem veganen Germanen auf diesem Vegan Dreamlord Server debattiert. Und während des Gesprächs, wo dann noch so 20, 30, 40 andere Leute zugehört haben und auch ihren Senf dazu abgegeben haben, wurden dann genau diese geschichtsrevisionistischen Dinge von sich gegeben. Also nach dem Motto, die Sieger schreiben die Geschichte, Deutschland did nothing wrong, der echte Holocaust ist am deutschen Volk geschehen und. Und niemand hat das irgendwie dumm gefunden, außer ich. Ich habe eine Person hat mir damals noch geschrieben, die in diesem Ich habe den veganen Germanen gerade gefragt, ob er die 6 Millionen Opfer des Holocaust als Fakt akzeptiert und seine Antwort war, ich werde nicht über eine Sache reden, wozu keine Antithese akzeptiert wird. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er die Germanen als größtes Opfer des Zweiten Weltkriegs auf seiner Seite benennt. Und dann hat er irgendwas über verschleierte Tote, deutsche Soldaten gesagt. Also der Typ ist ein glasklarer Neonazi. Ich hoffe, du kannst mit deinen Aufnahmen nochmal anwaltlich tätig werden. Ich habe das leider nicht recorded. Bin jetzt geschichtlich auch nicht wirklich enorm gebildet. Er hat die ganze Zeit von Fakten gesprochen, aber er lehnt die offizielle Geschichtsschreibung einfach ab und bezeichnet sie als wahnsinnig. Ich glaube, ein Historiker würde ihn relativ schnell auseinandernehmen. Gespräch mit dabei gewesen. Das ist auch ein stabiler Antifaschist, der gesagt hat, Alter, das ist unfassbar. Und der hat auch den Holocaust geleugnet, nachdem du dann aus diesem Gespräch rausgegangen bist. Weil ich habe mir das so 20, 30 Minuten gegeben. In diesen 20, 30 Minuten hat er auf einige Fragen von mir, hat er gesagt, Karl, du weißt ganz genau, dass ich das... Ich glaube, dass viele hier nicht schreiben können, Wegen meiner Sicherheit. Ich hab also man darf hier nur chatten. Some chatters have to verify the phone number. Wenn man zum ersten Mal schreiben möchte, dann muss man einen Account, der einen Monat alt ist, wenn man ihn nicht verifiziert hat, haben. Alle müssen E-Mails verifiziert haben. Also, aber ja. Nicht beantworten darf, weil du mitschneidest und das, dann werde ich wieder angezeigt. Ja, er wird angezeigt, deswegen. Natürlich wird er angezeigt, wenn er den Holocaust leugnet. Das sollte jeder Mensch machen. Aber nicht nur das, der hat auch noch Gewalt angedroht und sowas. So, du wirst schon noch deine Strafe dafür bekommen, was du hier machst. Der Serverbetreiber, dieser Eugen, war dabei in diesem Gespräch. Der hat das mit angehört und denkt sich so, ja gut, irgendwie alles in Ordnung, was da so gesagt worden ist. Ich habe jetzt hier nichts Falsches irgendwie erkennen können. Der ist nämlich nach diesem Gespräch, ist der noch auf dem Server geblieben. Keine Ahnung, ob die noch intern irgendwie drüber gesprochen haben oder nicht, aber er ist nach diesem Gespräch noch auf dem Server geblieben. Absolut absurd. Und jetzt denkt man sich, das ist echt insane. Ja, okay, aber er ist halt nur irgendwie einer von 20.000, das wird schon nicht so viel Schaden angerichtet haben. Ja, doch, hat es, weil der hat nämlich Stages geführt, der hat regelmäßig da Diskussionsrunden geführt, der hat mit vielen, vielen Menschen da gesprochen und zwar immer unter diesem Deckmantel des Tierschutzes. Aber ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn ein überzeugter Nationalsozialist mit jungen Menschen spricht und die sind alle irgendwie empfänglich für Tierschutz. Richtig. Der instrumentalisiert Tierschutz, um dann seinen faschistischen Scheiß zu verbreiten. Diesen menschenfeindlichen Nazi-Kram. Das wird von Eugen unterstützt. Gibt es Aufnahmen davon, wie er sogar dafür gesorgt hat, dass der vegane Germane als Einzelner dort diese Gespräche leitet. Da wollten irgendwie andere intervenieren und Eugen sagt so, nee. Der Germane muss gleich runter. Wer könnte übernehmen? 2 Leute. Ich kann nicht. Ich muss eine Klassenarbeit konzipieren. Das ist eine Lehrerin. Das ist
Das macht mich fertig. Lass den mal alleine machen. Und am Ende des Tages, also mittlerweile ist er nicht mehr auf dem Server. Da gibt es jetzt auch unterschiedliche Geschichten. Eugen selbst sagt, naja, also der vegane Germane, der hat wegen mehreren Serververstößen, wurde er des Servers verbannt. Der vegane Germane sieht das ein bisschen anders, weil der schreibt, dass der vom Server gegangen ist, weil ich auf dem Server drauf bin und ich... Aber im Wesentlichen kann ich es nicht wirklich mit mir vereinbaren, mit dem Server Genozid und millionenfach Menschenmord befürwortende Genner. Ich ja der Verbrecher sei. Das wird dann kommentiert mit antisemitischen Fotomanipulationen, wo ich als Jude dargestellt werde. Ja, herzlichen Glückwunsch. Keine Ahnung, wem ich jetzt glauben soll. Aber mir ist auch egal, wem ich glaube. Okay. Ich habe jetzt Hundezeit. Wir schauen mal, dass wir das Video noch ohne krasse Unterbrechung fertig kriegen. Ich glaube, es spielt nämlich keine Rolle, ob der da jetzt nach diesem Gespräch oder kurze Zeit nach dem Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, gebannt worden ist oder selber gegangen ist. Denn der Schaden ist ja bereits angerichtet gewesen. Der hat nachvollziehbar für alle, die da gewesen sind und vor allem für die Serverleitung und die Moderation seinen ekelhaften nationalsozialistischen Scheiß in Gesprächen, in Schrift und Wort verbreitet. Und das wäre auch ohne das Gespräch von mir absolut genug gewesen, um zu sagen, Moment mal, wir wollen mit solchen Typen nichts zu tun haben. Solche Typen gehören nicht auf unseren Server. Unter Eugens Leitung gehören solche Leute auf den Server. Unter Eugens Leitung ist es nämlich absolut in Ordnung, wenn man solche Meinungen vertritt. Unter der Leitung von Lichtblick ist es cool, nationalsozialistische, fremdenfeindliche, rassistische, sexistische, transfeindliche Dinge von sich zu geben. Er ist nämlich für Meinungsfreiheit. Die einzige Meinung, die nicht geäußert werden darf, ist die böse Cancel Culture. Und zwar auch nur, wenn er kritisiert wird oder wenn sein Buddy, der vegane Germane, angegriffen wird. Ich denke, ich konnte hier klar machen, was das für einer ist. Der Typ ist ein Fascho, der nennt sich Anarchokapitalist oder Libertär oder wie auch immer. Der spielt ja auch keine Rolle. Zumindest sympathisiert er mit Nazis, solange sie vegan sind. Der hat kein Problem mit Meinungsfreiheit. Es sei denn, diese Meinungsfreiheit ist dann die woke Cancel Culture. Also Leute, die ihn kritisieren und für seine rechte Scheiße outcallen. Der hat zu Recht Angst vor Feminismus und der Antifa als solches. Der nimmt zumindest sehr billigend in Kauf straight up Nazis, junge Menschen mit ihrem ekelhaft menschenfeindlichen Gedankengut vergiften. Das Ganze nimmt er so lange in Kauf, wie er sich selber die Taschen füllen kann. Ich denke auch, dass der Deckmantel der politischen Neutralität damit endgültig vom Server geblasen werden kann. Die sind nicht politisch neutral. Eugen ist nicht politisch neutral. Absolut nichts ist politisch neutral. Und das geht ganz klar in eine rechte, faschistische Richtung, was da gemacht wird und was da passiert ist und was der Typ so in seinem Kopf hat. Für mich ist Antifaschismus und Veganismus inhärent. So, die Befreiung aller Lebewesen, Mensch und Tier, Total Liberation. Das muss einfach irgendwie zusammen nach vorne gepeitscht werden. Für mich ist es unvereinbar, auf der einen Seite Tiere schützen zu wollen und auf der anderen Seite beschissen gegenüber Menschen zu sein oder diese aus wirklich bescheuerten Gründen, sei es jetzt Kontostand, Hautfarbe, Sexualität, Identifikation oder zu exkludieren. Das darf nicht sein. Und ich denke, wir als TierschützerInnen müssen da auch eine ganz klare Grenze ziehen und ganz klare Kante zeigen. Ja, alle Menschen sollten vegan leben. Aber wir dürfen nicht mit Nazis zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Nazis müssen schon irgendwie selber auf den Gedanken kommen, dass ihre bescheuerte Ideologie nicht so ganz richtig ist und dass Tiere essen auch nicht so cool ist. Vegan Dreamland als solches darf so nicht weiter existieren. Lichtblick und Eugen an der Spitze als Diktator ist völlig ungeeignet. Der Typ darf keine Plattform bekommen in der Vegan Community. Der darf nicht weiter unterstützt werden. Ich hoffe, das ist euch hier in diesem Video sehr klar geworden. Wie gesagt, unten ist alles verlinkt, könnt ihr euch alles nochmal reinziehen. Danke euch für die Aufmerksamkeit und Alerta, Alerta. Wir sehen uns dann demnächst. Das hat er sehr toll gemacht. Das war auch ich jetzt, gell? Ich gerade nicht krank bin und müde. Aber das hat er sehr toll gemacht.